8. Als ich morgens die Augen aufschlug, war die Welt in einen grauen Schleier getaucht und dicke Regentropfen zerplatzten auf der Fensterscheibe. Ich sah auf meinen Wecker und blinzelte benommen. Kurz vor 10 Uhr. Hatte ich wirklich so lange geschlafen? Die Erinnerung an gestern kehrte nur langsam zurück. Mia, das Café, der Friedhof, Josh und Noah. Mit klopfendem Herzen setzte ich mich auf und sah mich um. Von Noah keine Spur. Ich lauschte, doch bis auf die Geräusche zwitschernder Vögel und vorbeifahrender Autos war nichts zu hören. Ich atmete erleichtert aus und schloss für einen Moment die Augen. Meine Wangen wurden warm, als meine Gedanken zum vergangenen Abend wanderten. Noah war so lieb gewesen, hatte mich sogar die Treppe hoch in mein Schlafzimmer getragen. Und dann der Kuss. Mit einem tiefen Seufzen ließ ich mich zurück in die Kissen fallen und starrte an die Decke. Sogar jetzt vermeinte ich noch, seinen Duft wahrnehmen zu können. Ich schüttelte über mich selbst den Kopf, konnte die Hitze in meinem Körper aber nicht vertreiben. Wow, gestern war einfach unglaublich gewesen. Gleichzeitig war ich froh, dass wir nicht weitergegangen waren, denn schließlich kannte ich ihn ja erst seit rund 24 Stunden. Ganz davon abgesehen, wollte ich mein bisheriges Leben nicht einfach so aufgeben. Zumindest nicht, was Grandma und Mia betraf. Und Josh? Ich atmete tief durch, schob die Gedanken beiseite und zwang mich aufzustehen. Meine Füße trugen mich ins angrenzende Badezimmer, wo ich es vermied, in den Spiegel zu sehen. Mein Äußeres war mir noch immer nicht vertraut genug, um den Anblick so leicht ertragen zu können. Vielleicht würde ich mich nie daran gewöhnen können, und ich würde mir äußerlich immer fremd bleiben. Doch wenn Noah recht behielt, verschwand mein altes Leben nach und nach und wurde von meinem neuen ersetzt. Ein gruseliger Gedanke. Genervt schmiss ich meine Sachen in den Wäschekorb und trat unter die Dusche. Schon wieder hatte Noah sich in meine Gedanken geschlichen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, ob der gestrige Abend etwas zu bedeuten hatte. Von meiner Seite aus war es nicht bloß aus Dankbarkeit oder dem dringenden Wunsch nach Trost geschehen. Ein merkwürdiger Gefühlscocktail brodelte in meinem Inneren. Ich mochte Noah. Ich hatte ihn sehr gern, vielleicht sogar mehr als das. Gleichzeitig konnte ich nicht einfach loslassen und meine Vergangenheit vergessen. Das warme Wasser weckte nach und nach meine Lebensgeister. Da ich kaum etwas von diesem neuen Leben wusste, beschloss ich, mich um das Naheliegendste zu kümmern. Mein Auto stand noch immer in der Nähe von Mias Haus und wartete darauf, abgeholt zu werden. Ich konnte nicht immer darauf bauen, dass Noah mir zur Seite stand. Er hatte sein eigenes Leben und war nicht mein persönlicher Schutzengel. Seufzend stieg ich aus der Dusche, trocknete mich ab und wagte einen Blick in den beschlagenen Spiegel. Mein Magen zog sich zusammen. Wie sollte ich mich nach 25 Jahren an ein völlig neues Gesicht und einen neuen Körper gewöhnen? Das war verrückt, absolut verrückt und noch dazu unmöglich. Entschlossen ging ich zurück ins Schlafzimmer, zog die erstbesten Kleidungsstücke aus dem Schrank hervor und kleidete mich an. Es war an der Zeit, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Besser gesagt, meine beiden Leben. Ich wollte nicht undankbar sein, denn eine zweite Chance erhielten mit Sicherheit nicht viele Menschen. Zugleich aber waren mir mein altes Leben und vor allem die Menschen darin noch immer wichtig. Ganz egal, was Noah über die anderen Zurückgesandten sagte, mir würde es nicht so ergehen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte die Fahrt zu mir deutlich länger. Auf Noah zu warten fehlte mir die Geduld. Wer weiß, vielleicht blieb er nach gestern Abend auch ganz fort. Ich biss mir auf die Unterlippe, bis sie schmerzte. Nein, daran wollte ich nicht denken. Während der Fahrt schrieb ich alles auf, was mir in den Sinn kam. Sollten meine Erinnerungen tatsächlich von Tag zu Tag verschwommener werden, sollte ich sie so klar wie möglich festhalten. Sie aufzuschreiben, erschien der einzig logische Schritt zu sein, um mich auch später noch erinnern zu können. Als ich endlich ankam, war meine Nervosität noch größer.
Eigentlich völlig absurd, denn ich hatte nicht vor, Mia zu besuchen oder mit ihr zu reden. Ich wollte nur mein Auto abholen. Außerdem würde sie mich sowieso nicht erkennen und mich bestenfalls für verrückt halten, wenn ich ihr alles erzählte. Diese Erkenntnis war bitter und tat weh. Nur wenige Meter von Mias Haus entfernt stieg ich aus dem Bus, die Luft war stickig und schwer. Wolkenberge türmten sich über mir auf. Höchste Zeit, schnell in mein Auto zu springen, bevor ich in ein heftiges Gewitter geriet. Mein Kopf gab diesen Befehl an meine Beine weiter, doch setzte ich mich nicht in Bewegung. Wie festgewachsen stand ich vor Mias Haus und starrte hinüber. In diesem Moment kam meine große Schwester aus dem Haus. Doch das glückliche Lächeln, das gestern noch auf ihren Lippen gelegen hatte, war verschwunden. Selbst von Weitem sah sie verstört aus. Ihr Gesicht wirkte blass, die Lippen waren fest zusammengepresst und unter den Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab. Was war passiert? Instinktiv trat ich einen Schritt auf sie zu, zwang mich jedoch dazu, stehen zu bleiben. Jeremy stürmte aufgebracht aus dem Haus, hielt Mia fest und redete auf sie ein. Sie schüttelte mehrfach den Kopf und ihr Schluchzen drang trotz der vorbeifahrenden Autos bis zu mir durch. Ich hatte die beiden noch nie streiten sehen. Vor allem aber hatte ich meine Schwester noch nie so unglücklich gesehen wie in diesem Moment. Selbst nach Grandmas Tod hatte sie sich zusammengerissen und genau wie ich möglichst viel Stärke gezeigt. Doch jetzt war sie am Boden zerstört und Jeremy schien es nicht besser zu machen, indem er mit lauter Stimme auf sie einredete. Ich konnte nicht einfach hier stehen und meine Schwester leiden sehen. Ganz egal, was ich mir vorgenommen hatte, ich musste etwas tun. Wie in Trance machte ich einen weiteren Schritt, dann noch einen, und näherte mich Mia und Jeremy. Ein plötzliches Hupen riss mich abrupt aus meinen Gedanken, dass mir keine Chance zum Reagieren blieb. Bremsen quietschten. Ein schwarzes Auto näherte sich mir mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Ich hielt den Atem an und dann packte mich jemand ruckartig von hinten und riss mich vor der Straße weg. Ich hörte ein Keuchen an meinem Ohr, dicht gefolgt von Abbremsen des Autos, einige Meter weiter. Der Fahrer stieg aus und schrie etwas herüber, das ich nicht verstand. In meinen Ohren rauschte es. »Hast du den Verstand verloren?« Der feste Griff um meinen Körper löste sich und die plötzliche Freiheit ließ mich schwanken. Ich blinzelte gegen den Schwindel an. Als ich aufsah, stand Noah vor mir, sein Gesicht vor Wut verzerrt. »Willst du dich umbringen? Ist es das, was du willst?« »Ich«, brachte ich mühsam hervor, kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an. Ich schüttelte den Kopf, versuchte mich an ihm vorbeizuschieben, doch ich sah nur noch, wie Mia mit Jeremy zurück ins Haus ging. Tränen brannten in meinen Augen. »Was ist mit dir los, Kara?« Noahs Stimme klang ruhiger, doch ich konnte die unterdrückte Wut sehr gut heraushören. Ebenso wie seine Enttäuschung. »Ich wollte doch nur«, begann ich und drehte mich zu ihm um. »Sie haben sich gestritten. Mia sah so unglücklich aus und ich...« »Du musst loslassen«, unterbrach er mich unbarmherzig. »Du kannst nicht mehr für sie da sein, Kara.« »Wie soll das gehen?«, schrie ich ihm entgegen. Etwas in mir setzte aus. Es war mir egal, ob uns jemand hören konnte oder ob Mia uns sah. Sie würde mich ja ohnehin nicht erkennen. »Konntest du damals einfach loslassen?« »Ich hatte keine Wahl«, schoss er zurück und packte mich an den Schultern. »Aber du hast eine, Kara. Du hast eine zweite Chance. Wirf sie nicht weg.« Ich schüttelte den Kopf, riss mich von ihm los und stolperte zurück. »Was für eine Wahl hatte ich denn? Mein altes Leben vergessen und weiterleben? Oder sterben, weil ich nicht loslassen konnte?« »Wie hast du mich überhaupt gefunden?« murmelte ich nach einer Weile und fuhr mit dem Handrücken über meine schmerzende Stirn. »Ich kann dich spüren«, besorgt sah er mich an. All seine Wut schien verrauscht zu sein. »Was meinst du mit spüren?« Wieso war mir auf einmal so schwindelig? Es fühlte sich an, als wäre da ein Wirbelsturm, der sein Zentrum in meinem Kopf hatte und von dort aus nach unten wanderte. Der Schwindel ließ mich heftig blinzeln und mir brach der Schweiß aus. Nadelspitzen bohrten sich in meiner Haut. Noah trat einen Schritt auf mich zu. Er sagte etwas,
Doch in meinen Ohren pochte es so heftig, dass ich kein Wort verstand. Sein Gesicht war das Letzte, was ich sah, bevor meine Knie nachgaben und der schmutzige Asphalt auf mich zukam. Neun. Ein Piepen weckte mich. Der stete Rhythmus bohrte sich in die Dunkelheit und führte mich an einen Ort, wo sich unter das gleichmäßige Piepen ein heiseres Stöhnen mischte. Es dauerte einige Momente, bis mir klar wurde, dass es aus meinem Mund gekommen war. Ich versuchte, die Augen zu öffnen, doch meine Lider wollten mir nicht gehorchen. So blieben mir nur meine anderen Sinne, um herauszufinden, wo ich mich befand und was passiert war. Ich lag in einem Bett, das nicht besonders bequem war, und irgendetwas drückte auf meinen Zeigefinger. Das Piepen wurde schneller, ertönte jedoch weiter in gleichmäßigem Takt. Als nächstes drängte sich mir ein penetranter Geruch auf. Medikamente, Desinfektionsmittel und noch etwas anderes, das ich nicht zuordnen konnte. Ich verzog das Gesicht. Wieder versuchte ich, die Augen zu öffnen, und diesmal klappte es. Erst nach und nach wurde mein Umfeld scharf, doch das reichte aus, um zu erkennen, wo ich war. In einem Krankenhaus. Ich stöhnte auf. Krankenhäuser verabscheute ich noch mehr als menschenleere Kirchen. Mein Blick fiel auf die Fenster. Die Vorhänge waren nur halb zugezogen, so dass ich etwas vom schwarzen Nachthimmel sehen konnte. War ich so lange bewusstlos gewesen? Und wie war ich überhaupt hierher gekommen? In diesem Moment öffnete sich die Tür mit einem leisen Klicken. Kara. Noah starrte mich an, in der einen Hand ein Plastikbecher und in der anderen die Türklinke. Hi, erwiderte ich mit heiserer Stimme und einem matten Lächeln. Wer sonst hätte mich herbringen sollen, wenn nicht er? Noah schloss die Tür hinter sich und näherte sich meinem Bett mit langsamem, fast schon bedächtigen Schritten. Die Schatten unter seinen Augen waren dunkler geworden, und die Bartstoppeln in seinem Gesicht ließen seine Züge noch markanter wirken. Er stellte den Plastikbecher ab, zog einen Stuhl heran und setzte sich neben mich. Sein Blick war so besorgt, dass sich sofort mein schlechtes Gewissen meldete. »Was ist passiert?« flüsterte ich und versuchte, mich in dem schmalen Krankenhausbett etwas aufzurichten. Noah war sofort an meiner Seite und platzierte die Kissen so, dass ich zumindest halb sitzen und halb liegen konnte. »Danke.« Er nickte lediglich, blieb neben meinem Bett stehen und sah auf mich herab. »Du bist zusammengebrochen«, antwortete er in einem Moment. Ich runzelte die Stirn. »Ich war...« »Was?« »Erinnerst du dich nicht?« wunderte er sich. »Doch natürlich erinnerte ich mich. Ich brauchte nur einen Moment. Es hatte irgendetwas mit mir zu tun. Zumindest so viel spuckte mein vernebeltes Gehirn aus. Mir. Ein Auto. Noah, der mich von der Straße zerrte. Wie kleine Tropfen rieselten die Erinnerungen auf mich herab. Ungläubig starrte ich Noah an. »Du hast mich gerettet«, stieß ich verblüfft hervor. »Gleich zweimal hintereinander.« Das Lächeln auf seinem Gesicht sah nicht glücklich aus. »Ich konnte schlecht zulassen, dass du nochmal vor meinen Augen angefahren wirst, und kurz danach bist du in meinen Armen zusammengebrochen, also hatte ich gar keine andere Wahl, als den Krankenwagen zu rufen.« Auch wenn er versuchte, das Ganze mit einem leichten Tonfall und lockeren Worten abzutun, sah ich die Sorge in seinem Blick. Wieder ein Appell an mein schlechtes Gewissen. »Danke, das meinte ich ehrlich. Was auch immer vor mir ins Haus geschehen war, ich hatte nicht geplant, vor ein Auto zu laufen und zu sterben. Nicht schon wieder. Wäre Noah nicht zur Stelle gewesen, hätte der Wagen mich angefahren. Ich verdankte diesem Mann mein Leben.« »Bist du es nicht langsam leid, mir ständig nachzurennen und das Leben zu retten?« »Das sollte kein Vorwurf sein, im Gegenteil. Ich fühlte mich eher beschämt deswegen. Er tat alles, um mir zu helfen, und ich war so egoistisch, nur an mich und meine Probleme zu denken.« Er schüttelte den Kopf und griff nach meiner Hand. »Das hier ist ernst, Kara.« Eindringlich schaute er mich an.
Für die Ärzte mag das nur ein Kreislaufkollaps sein, aber ich weiß es besser. So beginnt es. Wenn du nicht mit deinem bisherigen Leben abschließt, wird es schlimmer, bis dann... Ich schwieg betroffen. Es war nicht das erste Mal, dass er mir das klarzumachen versuchte. Aber wie sollte ich es schaffen? Wie konnte ich alles hinter mir lassen, wenn meine Schwester dort draußen Probleme hatte und meine Hilfe brauchte? »Wie schlimm?« fragte ich leise nach. Seine Hand in meiner erstarrte. »Weitere Anfälle«, presste er hervor. »Du brichst zusammen, bleibst immer länger bewusstlos. Die Ärzte werden am Ende eine Blutung im Gehirn feststellen, die sie nicht mehr stoppen können. Und dann wachst du nicht mehr auf.« Wieder stand ich vor meinem Grab. Ein sanfter Windhauch strich über mein Haar. Ich konnte die ersten Tropfen auf meiner Haut fühlen, die vom Sturm umwölkten Himmel auf uns hinabfielen. Es war mir bisher nicht bewusst gewesen, doch Friedhöfe hatten eine beruhigende Wirkung auf mich. Nirgendwo auf der Welt waren die Gefühle so ehrlich, so rein wie an einem Ort, der die letzte Ruhestätte von so vielen Menschen darstellte. Noah hatte mich hergebracht, nachdem ich heute Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Ich hatte vorgegeben, mich von meinem alten Ich verabschieden zu wollen, doch im Grunde war das eine Lüge. Ich wollte mich nicht verabschieden. Ich konnte es einfach nicht. Einmal zu sterben schien nicht zu genügen, denn jetzt stand mir dieses Schicksal erneut bevor, wenn ich nicht losließ. Noahs Worte hatten keinen Zweifel daran gelassen. Ich wusste, dass es sie dort draußen irgendwo gab, die Menschen, die alles hinter sich ließen und irgendwo anders neu anfingen, ohne zurückzuschauen. Doch ich gehörte nicht zu ihnen. Aus meinem alten Leben mochte mir nur noch meine Schwester geblieben sein, doch das genügte mir. Ich war nicht bereit, sie zu verlieren und loszulassen, auch wenn ich sie nur aus der Ferne beobachten konnte. Ich war nicht bereit, zu vergessen, das wurde mir nun mit allen Konsequenzen klar. Ich würde Noah verletzen, seine Gefühle und was dazwischen uns ganz zart aufkeimte, und dann würde ich dem Tod noch einmal ins Antlitz blicken, würde noch einmal sterben. Zu leben und eines Tages zu sterben war einfach, wenn man die Zeit dazwischen mit etwas füllen konnte, worin man einen Sinn sah. Mein Lebenssinn bestand lediglich darin, in diesem kurzen neuen Leben all das zu beenden, wozu ich in meinem alten Leben keine Chance mehr erhalten hatte, weil man es mir zu früh genommen hatte. Ich beugte mich hinunter, legte meine Hand auf den Grabstein, dann auf die inzwischen beinahe verwelkten Lilien. Vielleicht war es doch ein Abschied, und ich log nicht. Nur war es nicht die Art von Abschied, die Noah sich erhoffte. Nach einem letzten Blick auf meinen Namen, der auf ewig in diesen Stein eingemeißelt war, ging ich zum Grab meiner Großmutter. Sie hatte mir so unglaublich viel bedeutet, war so wichtig in meinem Leben gewesen. Und auf einmal erschien es mir beruhigend und erstrebenswert, sie bald wiedersehen zu dürfen. Wenn mein Leben endete, begann auf der anderen Seite etwas anderes und ich würde all jene Menschen wiedersehen, die ich verloren hatte. Tränen traten in meine Augen, doch diesmal ließ ich zu, was ich mir so lange verboten hatte. Es war in Ordnung, zu weinen und zu trauern, das wusste ich jetzt. Ich blickte zu Noah, der einige Meter entfernt von einem Grab stand, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben, einen wehmütigen Ausdruck auf dem Gesicht. Mein Magen zog sich zusammen. Der Abschied von ihm fiel mir schwerer, als ich geglaubt hätte. Ein letztes Mal blickte ich auf das Grab meiner Großmutter und dachte daran, wie ich sie in ihrem Apfelgarten auf der anderen Seite getroffen hatte. Sie hatte ihren Frieden gefunden. Jetzt, wo ich mich nicht mehr dagegen sträubte und eine Entscheidung gefällt hatte, kehrten die Erinnerungen an mein altes Leben mit aller Macht zurück. Plötzlich fielen mir zahllose Kleinigkeiten wieder ein. Kostbare Details wie der Duft von Mias Haar und ihr helles Lachen, die warme Umarmung meiner Großmutter oder die liebevollen Worte von Mom und Dad, welche sie Mia und mir jede Nacht vor dem Einschlafen zugeflüstert hatten. Bald schon würde ich sie wiedersehen. Der Gedanke daran beruhigte mich, schnürte mir aber auch die Kehle zu. Ich hatte so viele Träume gehabt, hatte noch so viel erleben,
so viel tun wollen. Doch davon war jetzt nichts mehr übrig. Aufkeimender Schwindel zwang mich dazu, für einen Moment die Augen zu schließen. Es würde schlimmer werden. Das hier war nur der Anfang. Doch ich hoffte, dass mir, wie den anderen Zurückgesandten, noch ein paar Tage oder Wochen blieben, um mit meinem alten Leben abzuschließen und mich von mir zu verabschieden. Meine Finger legten sich an meine Lippen und gleich darauf an den Grabstein. Er fühlte sich warm an, als würde er meine Entscheidung besiegeln. »Bis bald«, flüsterte ich. Mit zittrigen Beinen richtete ich mich auf und ging, ohne mich noch einmal umzudrehen, zu Noah hinüber. Er stand noch immer vor demselben Grabstein und starrte darauf. Es war ein Familiengrab. Mein Blick wanderte über die einzelnen Namen und blieb am letzten hängen. Noah Callahan. Das hier war sein Grab. Das Grab seiner Familie. Die Jahreszahl neben seinem Namen sprang mir ins Auge. Das Ganze war 18 Jahre her. »Ich bin als Kind ertrunken«, sagte er nach einem Moment mit belegter Stimme. »Hier sind auch meine Großeltern und mein Bruder begraben. Meine Eltern leben noch.« Ergriffen starrte ich Noah an, während es in meinem Kopf arbeitete. Er war mit 10 Jahren gestorben? Lange bevor sein Leben richtig begonnen hatte. Hatte es ein gewaltsames Ende gefunden? Ich griff nach seiner Hand und drückte sie sacht. »Hast du noch Kontakt zu ihm?« Er schüttelte den Kopf. »Wenn es so wäre, würde es mir wie den anderen ergehen. Früher oder später würde ich daran sterben.« Jetzt sah er mich an und ich fragte mich, ob er mich durchschaut hatte und genau wusste, welch eine Entscheidung ich eben getroffen hatte. »Wir können keine 2 Leben führen, Kara«, sagte er leise. »Es hat einen Grund, warum wir das Alte abschließen müssen. Nur so können wir ein neues beginnen.« Seine Worte machten erschreckend viel Sinn, aber es änderte nichts an meinem Entschluss. Und offensichtlich hatte auch er nicht alles vergessen. Wie war das möglich? »Kannst du dich deswegen noch an dein altes Leben erinnern, weil du als Kind gestorben bist?« hakte ich behutsam nach. Noah blickte auf unsere Hände hinab, genau in dem Moment, als unsere Finger sich so selbstverständlich verschränkten, als hätten sie schon immer zusammengehört. »Als Kind hat man noch nicht so viele Erinnerungen, die es zu vergessen gilt. Außerdem war ich der Erste, der zurückgeschickt wurde. Damals schien es mir ein guter Handel zu sein, ein paar meiner Erinnerungen behalten zu dürfen und dafür anderen Zurückgesandten zu helfen.« Ein trauriges Lächeln glitt über sein Gesicht, doch der Schatten um seine Augen blieb. Mit einer Hand strich ich zärtlich über seine Wange, um die Dunkelheit aus seinem Blick zu vertreiben. Er griff nach meiner Hand, um einen Kuss auf mein Handgelenk zu setzen, genau an die Stelle, an der wir dieselbe Art von Narbe trugen. Wieder hatte ich das Gefühl von klarem Wasser, das Noah vom ersten Moment an in mir ausgelöst hatte. Es spülte über mich hinweg, drang in mich ein und legte sich auf jede noch so kleine Wunde, jede Narbe, die mir das Leben geschlagen hatte. »Lass uns gehen«, flüsterte ich bewegt.